So, zurück an alter Stelle. Ich bin mal ein bisschen tauchen gewesen und habe mich wieder hierhin zurückbewegt. So viel braucht es gar nicht. Also das Lungenvolumen wird jetzt, da wenn ich im Wasser bin, leider nicht angezeigt. Aber so viel braucht es da gar nicht zusätzlich. Irgendwann taucht halt die Nachricht auf, Lungenvolumen verbessert. Du kannst jetzt länger unter Wasser bleiben oder du kannst länger tauchen oder irgendwie sowas. Was geht denn hier los? Und dann reicht das auch schon. Und dementsprechend würde ich sagen, machen wir uns jetzt direkt auf zu Woozie und schauen uns an, was er da eigentlich mit uns vorhat. Es geht ins Wasser. Hold on. You trying to tell me you can't swim? Seriously, when I'm in the deep water, it panics me. Plus, I'm terrified of eels and squid and seaweed and... Okay, dude, see, I know you're just trying to make excuses now. Look, CJ, I need someone from outside the triad who I can trust. Alright, so let me get this straight. You want me to swim around in dirty dock water, dodging little brown jelly beans and Vietnamese gangsters to put a bug on a boat in the harbor? You're so negative. Listen, man. When I was a kid, swimming off to Santa Maria, I once got a condom stuck to my face. Horror like that stays with you for life. Believe that. I have a confession to make. I'm blind. No shit. No shit! Yeah. Although I've trained my other senses to a point where you wouldn't notice my handicap, in the water, they'd be quite useless. All right, Woozie, relax. Don't beat yourself up about it. Look, I'll do it. One last thing. You do know that I'm black, right? And not Chinese. I'm blind, Carl, not stupid. Man muss ja mal nachfragen. Mach dich auf zu den Docs. Hat er es ihm also doch noch verraten? Ich wusste es gar nicht mehr genau, ob er denn irgendwann nochmal mit der Wahrheit rausrückt sozusagen, die CJ natürlich schon längst weiß. Aber offenbar ja doch. Immerhin, das Vertrauensverhältnis zwischen CJ und Woozie ist groß genug mittlerweile, dass man auch sowas mal verrät. Du übrigens, ich bin blind. Weiß sonst niemand, aber ist so. Naja, warum nicht? So, dann machen wir uns also mal auf zu den Docks. Ich weiß nicht, ob das so eine schöne Idee ist, auf ein Containerschiff der Vietnamesen zu gehen und eine Wanze anzubringen. Das kann doch nur schief gehen, oder? Also gutes Gefühl ist was anderes. Weg da. Aber gut, wir sind Woozies Kumpels, also machen wir den Spaß mit. Und schauen uns das Ganze an. Das Boot, auf dem du die Wanze platzieren sollst, ankert draußen auf See. Du musst hinschwimmen, doch auf der Strecke patrouillieren Mitglieder der Da Nang Boys. Platsch! Ich frage mich, was das immer für ein Krach ist hier unter Wasser. So, auf geht's. Schwimm zu dem Tanker und geh an Bord. Und los geht's. Oder? Nee, doch noch nicht. Hier. Die Strecke vor dir ist blockiert, doch es gibt einen Unterwassertunnel. Du musst tauchen und hindurchschwimmen. Ich hätte ja vorgeschlagen, wir nehmen einfach einen anderen Weg, aber gut, wenn es sein muss. Du kannst jetzt wieder auftauchen. Dafür habe ich das nun wirklich nicht gebraucht, das Tauchtraining. Aber gut. Wir müssen ja noch anderweitig tauchen können. Hier zum Beispiel. Oder auch dann, wenn die Patrouillen hier unterwegs sind. So. Auch das ist jetzt nicht die übelste Strecke gewesen. Irgendwie hänge ich fest hier gerade, habe ich das Gefühl. Ja, auch das ist nicht die übelste Strecke gewesen zum Tauchen. Das hätten wir auch ohne das Training geschafft. Aber gut, was soll's. Und noch ein drittes Mal geht's unter Wasser. Wir warten noch kurz, bis unser Atem wieder voll ist. Auch wenn wir ihn garantiert nicht komplett brauchen werden. So.
Na dann, CJ. Und jetzt wird's lustig. Die Hauptroute über das Wasser wird von zwei Patrouillenbooten bewacht. Wenn sie dich bemerken, tauch unter, damit sie nicht mehr auf dich achten. Schwimm nicht an der Wasseroberfläche, sonst wird man dich bemerken. Herzlichen Glückwunsch. Schwimm zu dem Tanker und geh an Bord. So, wir schauen mal. Die gucken gerade da drüben in die andere Richtung. Ja, wir machen mal hier lang. Jetzt ist es wirklich ganz praktisch, viel Luft zu haben, weil man dann einfach unter Wasser bleiben kann. Ziemlich lange. Und dann kann man sich den ganzen Ärger sparen. So. Aber wir nehmen uns ein bisschen Zeit dafür. Davon sind auch noch Scheinwerfer dran. Nicht so gut. Aber was soll's? Wo ist eigentlich das andere Boot? Keine Ahnung. Achso, da hinten. So. Na dann. Halten wir uns lieber ein bisschen mehr hier, wenn die sich jetzt nach links bewegen. Wobei hier drüben ist auch einer. Shit. Na gut. Wir bleiben mal hier so. Wie bewegen wir uns denn? Ich weiß gar nicht, muss ich jetzt auf die linke oder die rechte Seite von dem Schiff? Wahrscheinlich eher die hintere, also die linke. Na klasse. See that over there? Whoa, what? Nichts. Einer der Wachmänner hat dich bemerkt, tauch unter, damit sie nicht mehr auf dich achten. Shit. Could have sworn I saw something. Also die kriegen das wirklich sofort mit, wenn man sich bewegt hier an der Wasseroberfläche. Wenn ein Kegel der Suchscheinwerfer dich auf der Wasseroberfläche trifft, werden die Wachmänner auf dich schießen. So, wir tauchen nochmal auf. Ich hoffe mal, man sieht uns hier nicht. Ich atme jetzt nochmal ein bisschen durch und dann tauchen wir einfach unterm Schiff durch. Wie wär's damit? There, see him? What? Nichts, nichts. Keep circling. Na. So, wir machen einfach durch hier. Kein Problem. Wozu haben wir denn die viele Luft? So. Problem gelöst. Schleich dich in den hinteren Teil des Tankers und platziere die Wanze. Sei möglichst leise, um nicht die Aufmerksamkeit der Wachmänner an Bord zu erregen. Haben wir zufälligerweise... Nein, wir haben keine schallgedämpfte Waffe. Das wird nichts, sehe ich schon kommen. So. Aber vielleicht stellen wir uns diesmal ja mit dem Messer besser an, als es damals in Mad Dogs Villa der Fall war. So, der platziert sich schon so schön für mich. Ich schaue nochmal ganz kurz, dass hier kein anderer ist irgendwie. So, Numero Uno wäre schon mal weg. Und wir schauen weiter. Ich kann halt nicht so wirklich um die Ecke schauen hier. Ah? Stay here. Ah, verdammt. Hi. Lass dich nicht stören. Gut, dass die alle bloß Messer dabei haben. Und du so hier? Kein Bock? Ich bringe euch auch gern weiterhin um. So. Wozu leise sein? Also wirklich. Ups, das war falsch. So, ich glaube, die Kameraperspektive sollte passen. Wo ist denn der letzte hier? Hallo. Meinst du, du hast eine Chance gegen mich? Ich bin ziemlich aggressiv. So. You end up in my dinner, chicken. Next time I kill you. Er hat mich sogar getroffen. Verrückt. Make it easy on yourself and run away. So, also, dass wir nicht leise sind, könnte man ja nicht behaupten, ne? So. Geht doch. That's the best you got. Bleib stehen. So, damit haben wir das dann auch geklärt. Ich glaube, wir haben freie Fahrt oder freie Bahn, wie auch immer.
Geht schon. Hätte schlimmer sein können. So, wo muss das Ding denn hin? Achso, wir sind hier gar nicht richtig. Oder, ach doch, wir müssen hier durch die Tür. So, ich nehme schon meine Pistole in die Hand. Sicherheitshalber. Drücke Eingabe, um die Wanze zu platzieren. Du hast die Wanze platziert. Verlasse den Tanker und begib dich wieder zu den Docks. So. Wie sieht's aus? Irgendjemand, der mich bemerkt hat? Nicht so? Gut, dann schauen wir kurz auf die Karte. Die Docks sind südwestlich von uns. Dann gehen wir auch auf die Südwestseite des Bootes. Schiffs. Entschuldigung. Es ist ein Schiff, kein Boot. So. Ich glaube, von hier aus, das sollte ganz gut passen. Wir lassen ihn da mal ein bisschen rumtuckern. Und weichen ihm ein kleines bisschen aus, dem Schiff da. Und dann hat sich das Ganze schon geklärt. Hallo da oben. Ihr seht mich nicht, ihr seid blind. Gut. Ich will mich nicht bewegen weiterhin. Solange ich an der Wasseroberfläche bin. Aber jetzt kann es ja weitergehen. Wir haben wieder genug Luft. Wenn ich da drüben bin, dann kann ich auch einfach mal schwimmen, wenn ich an der Oberfläche bin. Wir müssen bloß ein bisschen wegkommen von dem Schiff da. Das könnte man vielleicht wirklich als Boot bezeichnen. Oh, jetzt kommt er wieder in meine Nähe, die Sack. Die Sacke kommt in meine Nähe. Bleib, wo du bist, du dreckige Schiff. So, machen wir noch mal ein kleines bisschen unter Wasser weiter. Können wir noch ein bisschen das Lungenvolumen steigern. Mensch, mittlerweile sind wir schon ein halber Frosch. So. Und den Rest können wir dann jetzt auch so machen. Ja, er ist schon wieder weg. Denn er hat es geschafft. $11.000 für uns. Gut gemacht. So, muss ich mich mal selber loben. Lief ganz gut. Auch wenn wir natürlich mal wieder mit dem Messer überhaupt nicht erfolgreich waren. Was das Töten von Leuten angeht. Das Problem ist bei mir immer, dass ich den Moment nicht gut hinkriegt, wenn er das Messer hebt. Also, man muss ja immer nah genug rankommen, bis er das Messer so anhebt und dann erst drücken, damit auch wirklich dann die Kehle durchgeschnitten wird und man nicht einfach eine normale Attacke macht. Und das versaue ich halt einfach immer wieder. Gut, was soll's. Wir haben die Mission erledigt. Aber den Tanker haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Denn es gibt noch mehr für Wuse zu erledigen und an der Stelle setzen wir auch gleich wieder unsere Mission fort. Wir machen gleich für unseren glücklichen Maulwurf weiter. Und schauen mal, wie die weitere Lage so aussieht. Diese Berge sind schon der Hammer hier. Wenn du mit solchen Autos wie dem hier wirklich kaum hochkommst. So, wir sind da. Auf zur nächsten Runde. Der danach. Uzi, my man. CJ, you caught me on my way out. Business? This is the big one. This is the one that is going to seal my place in the Red Gecko Tong. But something's come up, and I got to sort things out myself. Excuse me. Little Lion, what's the news? Damn. Why today of all days? Okay, shit. Take Guppy and go check it out. Trouble? The Da Nang boys are arriving today on a container ship. Little Lion's gone to check it out. I really gotta go too. Hey man, look, don't even trip. I'ma handle this for you, alright? Thanks, my friend. Your help and friendship has been invaluable to me. Thanks, man. What are the other guys? Oh, they're getting a helicopter to do a couple of flybys of the ship. Look. If everything goes well, I'll call you in a week or so and invite you to my new spot. Hey, ab geht die Reise. What are you doing here? Just bumped into Woozy on his way out. Feel me in. I thought I'd go with you. Well, we ain't rolling. We're whirling. Strap in and strap up. Jetzt wird's lustig, denn wir haben eine schicke Waffe dabei. Könnt ihr ein bisschen ausprobieren auf dem Weg und wir sehen, die macht Rums. Wo
moored out in the bay. Oh yeah, I see it. You better lock and load. They'll be on their guard. Lock and load. So, einfach draufhalten auf alles, was wir sehen. Holy fuck! They're gunning for us already. I see them. They're all over the containers. I got them, man. Right in my sight. Hit those Danang bastards. So, kein Problem. Wir erledigen so viele wie möglich. Es ist ein bisschen wackelig, aber das kriegen wir hin. RPG! RPG! Where? Which side? Wieso kann ich den Typen nicht treffen? Nein! We're going down! Brace for impact! Shit! Ah, man, that hurt! Damn! Lost everything but my blade. Natürlich, wir haben alles verloren. Es ist so ärgerlich. Schwimmen zu dem Frachter rüber. Ich weiß nicht, wie es den anderen Jungs geht. Noch jemand zu Hause? Jemand am Leben? Ich glaube, ich kann nicht helfen. Tut mir leid. Ihr müsst da alleine rauskommen. Wir müssen die Mission fortsetzen. Nur die Mission zählt. No, nobody getting out of that alive. Außerdem einen schwarzen Typen, der einfach alles übersteht. Begib dich ganz nach unten in den Schiffsrumpf. Halte dich so lange wie möglich still. Aber wir sammeln schon mal Munition. So, ich glaube, wir müssen hier oben lang. Mal sehen, wie lange das mit dem Stillverhalten klappt. Ich glaube, wir werden da nicht sehr erfolgreich sein. Wie viele Schuss haben wir eigentlich? 7. Das ist jetzt nicht so viel. So, mal schauen. Ha! So viel dazu. Kannst du... CJ? Was machst du denn? Oh, Typ. Echt jetzt? Steht der hier noch? Nee. Wo ist denn der hin? Ah, da! Okay, so viel dazu. Das ging sehr, sehr schnell gerade. Die Steuerung hat gerade total rumgespackt. Ich weiß nicht, was da jetzt los war. Ja, dann müssen wir das Ganze wohl einfach nochmal neu angehen, ne? Wir sehen uns wieder, wenn ich wieder auf dem Schiff bin.